Was bin ich ein bisschen? Ich bin ein bisschen nervös. Bin ein bisschen übervorsichtig. Ja. Bin ich. Ups. Da stand einer und hat in meine Richtung geguckt. Immer noch. Ja, und wo? Ich habe jetzt Angst, wenn ich den Sensor anmache. Die das hören. Der Punkt war Xeni in den Schächten. Der steht immer noch dort. Wie soll ich denn dort vorbeikommen? Xeni ist über mir. Also wenn der hier... Wie soll ich denn dort lang, wenn der dort steht? Die kann ich nicht töten, nee. Mehrfach versucht. Die kriege ich nicht tot. Kann der nicht weggehen? Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen. Ich bräuchte jetzt so ein. Kack. Ich habe gerade geguckt, Skytch. Wegen so einem Geräuschding, aber mir fehlt eine Komponente. Ah! Ich kann einfach vorbeigehen. Wo muss ich hin? Muss ich hier hin? Das war richtig gut. Ich kann das. So, war hier ein Speicherpunkt?
Unten war ein Speicherpunkt. Es kommt ein stressiger Part. Oh no. Unten ist ein Speicherpunkt. Oh. Erstmal gespeichert. Nehmen Sie den Transit zum... Okay. Okay. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solution. Sehe ich das irgendwo? Und die anderen sind rot. Nee, hier ist noch einer grün. Ach hier. Das ist der richtige. Ich habe gespeichert. Es ist, wenn ich jetzt sterbe, nicht so schlimm. Ich starte wieder hier auf jeden Fall. Ripley? Ist das Ripley? Nee, der schiebt mich. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Nicht Xeni Blut? Xeni, wir wollen spielen. Nein. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Achso, ich soll schon los. Gut. Easy. Hier auf der richtigen Etage. Ganz, oder? Doch. Einfach hier rüber. Redet hier. Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Das ist bestimmt Xeni. Die mich jetzt in ihr Nest lockt. Xeni kann nämlich reden. Und eigentlich bin ich Xeni. Little Nightmares gestern hat mich fertig gemacht, als rauskam, dass ich das Monster bin. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht.
Nutzen Sie den Lüftungsschacht hier. Noch was anderes? Tinkerbell, danke für dein Follow. Das war... war jetzt ein kleiner Jumpscare. So klein, so ein bisschen. Aber müssen wir hier überall nochmal hin? Ich habe noch keinen Ionenschneider. Und überall brauche ich einen Ionenschneider oder einen Plasmaschneider. So, stressiger Part. Jetzt hat der Destruktive mich getriggert. Ich glaube nicht, dass die so nett dort oben sind. Nee, ich habe heute erst angefangen. Ich spiele jetzt seit 4 Stunden. Ich glaube, andere wären nach 4 Stunden wahrscheinlich schon viel weiter, aber ich... langsam. Vorsichtig. Jetzt macht Skytch auch oh. Gott. Der Chat ist gruseliger als das Spiel. Der Chat trägt aber auf jeden Fall zur Atmosphäre bei. Oh, Map-Erweiterung. Müssen hier lang. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Ja, hier sind Schreien. Bewegungsmelder ist, glaube ich, nichts. Ich höre auch nichts. Ich höre nur die Kamera da, die hat gerade so komisch gesucht. Gut, wenn ich sterbe, starte ich wieder hier. Minuten an dem Monitor mit den kleinen Rätseln. Das, was ich gerade hatte. Okay, dafür hing ich aber ganz am Anfang ewig fest und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Wobei ich wahrscheinlich nur ein Event nicht richtig... Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Der hat 2 Arme und 2 Beine. Der kann ja wohl mal mitkommen. Unverschämt. Nee, von wo bin ich gekommen? Von durch die Tür. Ah, die Tür kriegen wir schon auf. Muss ich nicht so haben. Immer die kleinen und unschuldigen vorschicken.
Ich fände es schön in dem Spiel irgendwie, wenn die Gesundheit selber noch so ein bisschen regenerieren würde nach einer gewissen Zeit. Weil man muss sagen, loot-technisch ist das hier nicht so die Masse, die man kriegt. Mal wieder ganz vor. Hier waren wir doch gerade schon. Moment. Mich hier nicht rein irgendwie? Oder ist hier ein Schacht? Könnte gleich sehr frustrierend werden, okay. Müssen wir durch als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Dort sind wir nicht lang gekommen. Schlüsselkarte bin. Strom wiederherstellen. Muss irgendwie hier rüberkommen. Aber hier ist halt nirgendwo ein Verbindungsweg. Hier oben kommen wir nicht lang. Strom nicht da. Das ist der Arzt. Sonst könnten wir hier hinten rum. Strom wiederherstellen. Kriegen wir das hier hin? Normalerweise macht er die Tür auf, die verschlossen ist. Da ist aber noch ein rotes Kreuz. Geh mal gucken, vielleicht ist die auch auf. Sorry. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Vergiss nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir dazu... Nein, nein, das ist der falsche Mensch. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten... Tragische Fälle, wirklich. Dies so weit weg vom Kosmos der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle, aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Ja, destruktive, danke für deinen Follow. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Labert der Arzt einfach dazwischen. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents.
Soll ja den Code bes- Es ist ein sonniger Sommertag. Sie befinden sich in einem Kornfeld. Hinter ihnen wird die Ernte eingebracht. Ah. Zugangscode. Kann der mal aufhören zu labern, ja. Nicht so die Hilfe. Ich wollte so schön sagen, Gummizelle sieht aus wie Gehirnwindungen. Und dann liegt er tot. Ich stehe so, ich muss nach links. Nee, mal lang. Ganz genau, diesen Korridor entlang. Wisst ihr, das ist so ein Dulli. Statt der einfach mitkommt, spricht der immer durch die Lautsprecher und Xeni wird aufmerksam auf mich. Passiert hier gleich was? Something's gonna happen. Ja. Okay, es wird... Im Terminal wird es stehen. Ich habe ja noch meinen Zettel und Stift hier. Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Kuhlmann das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Loks nach war er dieser Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Kuhlmann reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Fehlerhafte Datei. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Gleich hinter mir auf einmal gesehen. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Er hat gespoilert. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ich will lesen. Zugriff nur für Führungspersonal. Quarantäneprotokoll San Cristobal Krankenstation aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshals und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode 1702. Systemscans erfolgen alle 15 Minuten. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts. Beunruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familien zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht, angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass die Weltraumblase kurz vorm Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehends gespalten. Das jüngste Vorgehen der Colonial Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zu rücken. Nee. Die habe ich doch schon. Nee. Wo war die Leiche? Die war in der Gummizelle.
In dem Moment, wo ich auf die Karte drücke. Ich glaube, das war Xeni, oder? Ich höre noch ganz leise Schritte. Xeni ist da. Kann ich damit erstmal die Türen aufmachen irgendwie? Nee, ne? Ist Xeni so ein bisschen blind vielleicht? Wenn ich mich hier so hinstelle, ist Xeni blind, oder? Ich muss hier nach links, aber hier links ist das Geräusch. Xeni ist... Xeni! Nein! Xeni, du hast so einen schönen Namen. Oh lala, ist hier ein Schrank? Vielleicht ist ja hier ein Schrank. Akatsuki. Akatsuki, danke für dein Follow. Hallo. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Danke für dein Follow. Katz und Maus spielen. Mach doch nicht diesen Sound. Ah! Rechts von der Gummizelle ist Wallis. Lassen Sie draußen direkt die Böller los. Das ist Xeni. I'm sure. Soll ich in den Schrank? Was soll ich? Die läuft halt jetzt hier rum, ne? Trampelt ganz schön. Verdammt! Dort muss ich den Code eingeben.